Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Replay Cast Nummer 310. Ja, zum vorerst erstmal letzten Replay vom Taranich in Gelb. Es ist Flash. Und der spielt gegen den Zerg in Rot. Das ist Hero. Wir haben da nochmal ein Match zwischen den beiden auf Destination, heißt die Karte. Ich muss gerade echt überlegen. Ja, wir haben einen Drone Scout, zwei Spielerkarte. Scouten ist recht easy. Beim Zerg gibt es Hedge und dann den Pool. Beim Terraner gibt es erstmal eine Barracks und der Versuch einer Wall. Die Drone nervt ein bisschen. Gas wird gesammelt bei Flash. Also der wird nicht so schnell expandieren. Kann aber dann natürlich recht schnell eine Army aufs Feld werfen. Für die Drone. Ja, die nervt noch ein bisschen. Marine wird sich dann drum kümmern. Hat noch 24 Hitpoints. Regeneriert sie natürlich langsam. Das heißt, wenn Marine zu lange braucht, dann kommt die Drone hier auch wieder weg. Bei die Wall sollte stehen. Ja, Wall ist dicht, das heißt die Drone kommt hier nicht mehr raus. Und dann sollte sie zumindest lebend nicht rauskommen. Auch tot erst recht nicht. Okay, noch zwei Shots. Noch einer. Und da ist die Drone down. Ja, das arme Schicksal einer Drone. So kann es gehen. Das ist nämlich hier ein STV auch unterwegs. Das brutzelt hier schon am Ausgang rum. Ja, das versucht hier schon den Weg frei zu machen. Stück für Stück. Währenddessen sehen wir erste Selective-Defense wird da angeplant mit der Creep-Kolonie. Ein paar Länge sind draußen. Ja, und wenn das Ding natürlich den Weg frei macht, hat man als Terraner später vielleicht einen Eingang. Aber das STV wird jetzt hier vertrieben von den Längen. Ja, wir sehen bei Flash gibt es eine Factory mit Machine Shop. Barrack steht vorne und es geht tatsächlich direkt Richtung Mech. Überraschenderweise. Man sieht dagegen Zerg Gun in einen Bio-Push. Und danach später vielleicht mal Mech, aber hier gibt es tatsächlich direkt den Mech wegen natürlich. Der Vulture ist sehr hilfreich, weil er hier das SCV vor den Dingen beschützen kann. Und dann, ja, Flash will hier auf jeden Fall den Weg aufmachen. Er will das als Harassment nutzen. Das ist sneaky. Das könnte funktionieren. Wenn das dann kommt, aber ein Link nochmal rein und wird sehen, was der Terraner da so gerade plant, nämlich Upgrades für Vultures. Mal lassen die Overlords jetzt hier mal abdrehen. Link wird gekillt und hier unten der Weg wird aufgemacht, Stück für Stück. Zwei SDVs, damit man da nach und nach durchkommt. Und ein Overlord sieht das allerdings. Er kommt jetzt dann vorbei, das ist der Zerg weiß Bescheid, da werden auch schon Hydras gebaut. Trotzdem, wenn der Weg mal offen ist, ist er offen. Und das ermöglicht den Flash einen einfachen Zugang in die Zerg Base. Einfacher Rennzugang. Zudem hat er seine zweite Basis gleich fertig. Auch schon die SCVs rüber geslidet, 22, 21 Worker. Armory mit dazu. Aber die Hydra, okay, die kann das nochmal verhindern. Da sind nicht mehr viele, ja, da war das letzte Minifield. Das ist hier gerade rausgenommen wurde. Der Vulture sollte repariert werden, aber da gehen sich die Einheiten gegenseitig im Weg um und Flash kommt hier erstmal nicht durch. Hero hält das alles safe. Und ja, weil er eben auch gescoutet hat, da kommt kein Bio-Push. Hat hier auch die Mutas komplett ignoriert. Und wir kriegen hier tatsächlich Mech. Da kommt schon der erste Goliath. Armory ist draußen. Da ist jetzt die beiden erst noch ein bisschen mit aufbauen bestellt. Gerade Mech braucht ein bisschen, bis es wirklich einsatzfähig ist. Jetzt hat der Overlord. Ja, haut immer noch ab. Kommt da gerade an einem roten Tier vorbei. Jetzt chillt sie erstmal bei den Überresten. Vielleicht liegen seine Überreste später auch mal hier. Kommt ganz drauf an, wann, wie weit das Spiel geht. Das ist im Original wunderbar nachgestellt. Rex hier sieht da einen Overlord. Und das Upgrade für die Goliaths, der Charon Booster. Range Upgrade und ein paar Hydrasten hier unterwegs. Um die Situation ein bisschen zu sichern. Und die Drones zu eskortieren für eine dritte Basis. Also wir werden hier noch weitere Economy kriegen, weitere Basen. Vielleicht hat über ein paar Minen verstreut. Ja, und schicken Goliath dahinter. Weil er weiß, dass hinten noch ein Overlord rumhängt, den man snipen kann. Und der hat wirklich keine Fluchtmöglichkeit, der arme Overlord. Was ihn wird sie erwischen. Man sieht, die Goliaths kreisen ihn da ein bisschen ein. Und sobald eine mal dran ist, wird ihn auch snipen. 11 Shots braucht er normalerweise.
Nächsten, nee, doch. 10 und 200 plus Regeneration. 11, 220. Das müsste dann reichen. Er hat nämlich keine Rüstung. Der Overlord. Wenn ich komplett verrechnet habe. Und der Overlord versucht es mal. Er gibt sich Mühe, aber er wird abgefangen von dem Goliath. Wenn der noch einmal schießt, dann ist der Overlord down und der Sorg Supply blockt. Das nervt ein bisschen. Es kommt ein Spire, wenn das Nutgas. Ja, laufen ein paar Minen. Das ist unangenehm. Das hängt da drüben der Ursa dann rum. Nochmal, Hellion wird abgefangen. Hellion wird abgefangen. Entschuldigung, Vulture wird abgefangen. Wir sind in Brood War, nicht in StarCraft 2. Und der Flash hat inzwischen mehr SDVs. Und seine Mech-Army stehend. Seine Goliath-Army, gar keine Panzer mit dabei. Aber auch Goliath sind auch nicht so schlecht gegen Hydras. Die ballern tatsächlich überraschend viel DPS raus. Und eben Overlord-Snipen ist ganz lustig. Und bam, das reicht auch. Weiter Overlord down. Ich glaube, die für diesen Overlord sind die Überlebenschancen echt nicht so hoch. Nochmal Scout auf die Basis hier drüben. Vierte Basis und dritte Basis unterwegs für den Zerg. Wir kriegen auf jeden Fall nochmal ein Makro-Game. Science Facility ist da unterwegs. Zweite Armory kommt damit dazu. Missile-Turrets werden geschraubt, plus 1 Attack ist gleich drauf auf den Mech-Units und hinten ist nochmal ein Vulture unterwegs. Versucht sie da durch zu sneaken. Nochmal meinen Kaffee nach hier. Und jetzt kommen da auch noch Mutalisten. Aber hier gibt es nochmal einen Doppel. Double Kill. Ja, Mutas sind eine interessante Wahl hier für Hero. Das Problem ist, es sind halt bereits Goliaths mit Charm Booster und plus 1 Attack draußen. Also für einen Mutas mit seinen 120 Hitpoints nicht so schön. Mit dem Charm Booster reichen die 6 Attacks locker und es sind halt wirklich einige Goliaths. Das heißt, wenn da ein Mutas ihn ein bisschen zu nah ranwagt, ist er halt direkt Toast. Deswegen ist er Einzelteile. Und Flash hat das auch im Blick. Und da kommt sofort der erste Wolle hier. Das ist für die Mutas wirklich kein leichtes Leben. Wir versuchen es trotzdem. Es sind noch ein paar Missile-Turrets da. Es mussten ein paar Missile-Turrets gebaut werden. Im Science-Test unterwegs. Zu dem 2-1-Upgrades für Mech unterwegs. Gott, ja. Die können da nicht. Die können nicht vorwärts fliegen. Die können nicht rückwärts fliegen. Die sind direkt gefangen. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Sie nehmen ein paar SCVs raus. Aber Gott, der Damage, den sie dabei einkassieren. Ich hatte dabei den Muta verloren, den ich anvisiert hatte mit dem Kamerazoom. Weil das ist die. Die schönste, weil die sich wundern, warum ich diese Fähigkeit so oft verwende. Also wenn man quasi, wer das nicht weiß und mal Serpent Reapers entwickelt, wenn man einen Rechtsklick auf eine Unit macht, dann folgt man automatisch mit der Kamera dieser Unit und die zentriert da auch drauf, die Kamera. Und das mache ich deshalb so oft, weil das die einzige Möglichkeit ist, die Kamera rechts zu scrollen. Weil Mausrad-Scroll macht den hier, das ist furchtbar krakelig und ungenau, weil der Zoom sich nicht gut einstellen lässt. Und dann gibt es noch den Tastaturzoom, der ist ein bisschen smoother, aber der geht halt immer nur in 8 Richtungen. Und auch da ist man mal ein bisschen schnell. Daher mache ich eben diesen Autozoom. Hier haben wir ein bisschen Harassment auf Drones, aber Mutas sind da, um das zu klären. Und eben, also mit dem Autoscroll unterwegs. Man muss halt immer gucken, weil wenn die Einheit stirbt, auf die man fokussiert hat, dann, ja, ist nichts mehr übrig. Dann bleibt einfach die Kamera stehen. Aber so hat das auf jeden Fall viel Schönes. Und wir sehen jetzt Flash raus. Er hat Army Supply gesammelt. Er hat viele Vultures, er hat viele Goliaths. Er hat ja gleich viel Supply wie der Zerg. Bei B ist nicht mehr Worker. Also sein Army Supply ist gar nicht so groß. Hat aber gute Upgrades mit unterwegs. Mehr Missile Turrets. Gott, da stehen so viele Missile Turrets in dieser Mainbase. Und da kommt auch Irradiate Siege Modus. Jetzt geht die Party richtig los. Aber der Zerg mit 4 Basen bräuchte eben noch ein paar mehr Drones, das wäre ganz hilfreich für ihn. Und nochmal, er legt nochmal 9 Mutalisten nach. Okay. Wird das denn auf dem Base Phase rauslaufen? Das ist eine schwierige Situation. Ich meine, so viele Mutas, das ist wirklich gefährlich. Aber halt für beide Seiten. Da kann Flash sehr schnell sehr viele Worker dran verlieren und da kann Hero sehr schnell seine gesamte Army verlieren. Aber wir werden sehen. Erstmal Vulture wegräumen hier. Mit so vielen Mutas kann man auch easy one-shotten. Okay, jetzt starten auf jeden Fall ein paar Worker. SDV-Count. Hier ist ein Abnehmen, Missile-Turret wird gefokust. Netwill ist tatsächlich bei weitem nicht so gut abgesichert wie die beiden. Aber da dachte Flash einfach, er hat die Goliaths hier sowieso ready. Ist doch gar kein Problem. Nein, er wird jetzt auch einen Goliath verlieren, aber jetzt kommen mehr und mehr Goliaths mit dazu. Und wie gesagt, da ist eine Wander-Missile-Turret. Mutas nehmen den sinnvollen Weg in den Norden. Da, wo am wenigsten Defense ist, da gehen trotzdem mit 2 Mutas down. Es waren nochmal 7 Mutas. Nein, der baut Mutas wie ein irre Hero. Was hat er denn vor? Will er wirklich die Goliaths überrennen mit so vielen Mutas?
Das Problem ist, Flash hat Irradiate jetzt mit Science Vessels. Wenn er einen Irradiate auf den Klumpen kriegt, dann zerstören die Mutas sich halt massiv gegenseitig. Aber ja, wir haben jetzt erstmal einen riesen Haufen an Mutalisken draußen. Hiro nutzt das ganze Gas, das er sammelt, und pumpt einfach Mutas ohne Ende. Zudem upgradet er seine Hydras. Momentan mit plus 1. Und die Mutas aber sind weiter fleißig, sind weiter unterwegs und Flash muss sich wirklich auf seine Antia konzentrieren. Das könnte ihn, wie gesagt, noch kalt erwischen. So viele Mutas, damit rechnet man nicht immer. Und die Scourge erwischen das Science-Wissel, das ist schon mal gut. Das heißt, weniger, ja, Irradiate, um das man sich kümmern muss. Und da ist jetzt der riesen Klumpen an Mutas. Drin in der Natural, das ist, besagt Irradiate. Aber schönes Micro hier direkt. Und die Natural wird hier einmal zerstört. Da gehen sehr viele SCVs down. Der Worker Confront daran fällt rapide. Flash hat nur noch 37 SCVs und Mutas gehen jetzt in die Main. Das sind Missile-Tools ohne Ende, aber die Mutas waren immer noch Party. Das muss Flash erstmal in den Griff kriegen, das ist nicht so einfach. Ah, dass man Science Vessel frisch gespawnt hat, aber noch keine Irradiate. Da werden die Armories gefokust, das heißt keine weiteren Kohle, jetzt keine weiteren Upgrades. Aber dafür werden die Mutas hier massiv fokussiert. Da gehen, ja, man hört's, man hört die Mutas wegsterben. Aber an sich kein schlechter Move von Hiro. Ich meine, er hat die Economy von Flash massiv eingedämmt und hat wichtige Gebäude zerstört mit diesen beiden Armories. Flash hat jetzt gleich eine dritte und nicht sicher, was er da schreibt. Wieder mal das koreanische Übersetzen in Replays funktioniert nicht. Jetzt 50 Supply Vorsprung für Hiro. Hat die vier Basen. Hat momentan noch nicht stärkere Economy. Flash hat eine sehr starke Armee. Aber halt gegen Anti-Air ist es nicht so einfach. Er braucht auf jeden Fall noch mehr Missile-Turz und das macht er hier auch. Und jetzt versucht sich hier eventuell in einem Combo-Attack. Aber kommt er da wirklich? Die Hydras, die haben ein sehr schweres Leben. Die Mutas müssen gucken. Die Mutas versuchen sich hier mit dem Engagement. Da ist ein Irradiate mittendrin, aber das Irradiate ist nicht gut. Ist ein zweites Irradiate. Ich sehe es nicht. Es ist einfach eine riesen Wolke an Mutas. Wir haben noch einen über einen vollen Stack. Die wurde jetzt ballern, aber rein in die Welt. Und ich glaube nicht, dass das für einen Zerg funktioniert. Da ist einfach Massensterben bei den Zerg-Einheiten. Die Hydras versuchen es währenddessen, die Bullshits durchzupushen. Die Mutas werden hier Stück für Stück abgeräumt. Das bleibt von der Mutas wirklich gar nicht so wert. Hydras. Jetzt kommt die Hydras. Es sind nur noch zwei Siege-Tanks da. Unten die Missile-Turrets brennen, aber sie sind noch am Leben. Und da kommen noch mal ein paar Mutas nach. Die können einen Missile-Turret rausnehmen. Das sind noch so viele Kohle. Jetzt die Mutas gewinnen hier einfach nichts. Und da hat Hiro wirklich seinen Vorsprung mal freundlicherweise donated. Aber er macht noch immer weiter. Versucht jetzt hier die Basis zu blocken. Das sind ein paar Minen, das sind aber auch Overlords, das sind jetzt auch die Goliaths mit dabei. Mutas kommen wieder 8 Stück mit dazu. Die dritte Basis ist hier immer noch der Fokus gerade vom Zerg. Versucht sie da durchzusetzen. Minen werden gesetzt. Wir gehen nochmal mit Mutas dann ab. Die Hydras werden die durchgeräumt. Die Goliaths haben momentan 2-1 Upgrades. Plus 3 Attack ist unterwegs. Hydras nehmen Reis aus. Und Flash hält das Ding. Und damit ist das Supply wieder angeglichen. Sowohl Worker als auch Army Supply. Und der Zerg geht jetzt erstmal auf höheren Tech. Queen's Nest und ein Flyer Carapace Upgrade. Nicht sicher, ob das den Mutas so viel bringt. Also das ist schon das zweite Flyer bei Carapace. Gut, wenn er auf einen Hive-Tag kommt und einen Greater Spire-Morph, könnte er theoretisch mit Guardians versuchen, was zu machen. Allerdings sind Guardians nicht gut gegen Reddit und auch nicht so toll gegen Goliaths. Weil die Goliaths auch eine gute Attack-Range haben. Und ja, da geht es wieder rein mit dem Mutas, Irradiate plus Goliath-Kombo. Er versucht, die Panzer zu sniven, damit die Hydras fighten können, aber Defensive Matrix und ja, es ist wieder ein Massenstopp und Mutalisken. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt hier für Hiro. Und jetzt hat er halt Flash 3 Basen. Da wird die Sache für Hiro durchaus ein bisschen gefährlicher, aber versucht es nochmal mit den Hydras durchzupushen. Da stehen noch 2 Tanks, die sind aber in einem recht guten Zustand. Und dann ist da noch ein Feld an Minen. Also die Hydras kommen auch hier nicht durch. Und so mit Flash hält ein weiteres Mal. Hiro rennt gegen die Wand noch einmal. Baut weitere Mutas. Nicht sicher, wie oft er das noch versuchen kann, weil sein Supply ist inzwischen doch ordentlich abgefallen im Vergleich zu dem, was Flash jetzt hier stehen hat. Der repariert auch gerade seine Science Vessels, weil die sind wichtig. Hat die vierte Basis am Laufen, baut nochmal ein bisschen Turz. Baut sich da einfach fröhlich einen Ring auf und wartet, dass der Zerg sich in den Tod rennt. Und bisher funktioniert das auch. Aber dann nimmt sich Hiro eine neue Base. Kann auch brauchen, er das noch 2 Basen leichter zur Verfügung. Eine dritte hier oben noch, wobei die Basis ist schon gar nicht mehr so leicht zur Verfügung. Kann ihr Panzer recht gut hinstellen. Sehen, was der nächste Plan hier vom Zerg ist, nachdem er so viel verloren hat. Junge, Junge, Junge. War schon ein teures Engagement. Geht mir glatt der Kaffee aus. Ist ein bisschen nochmal Ruhe vor dem Sturm, weil Hiro massiv beschäftigt ist mit Hochbauen. Hive kommt und 11 weitere Mutas kommen. Ich habe wieder so viele Mutas gebaut. Wie viel Geld der schon in Mutas investiert hat, der Mann. Der Wahnsinn. Aber er lässt nicht locker.
Er will weiter mit dem Mutas Action machen. Wenn das ein Flash, ja. Energie-Upgrade für Science Vessel. Und das 3-2-Upgrade für sein Mech. Da kommt der Scan auf diese Base. Sieht Flash, okay, da ist noch keine Base. Das ist vollkommen in Ordnung. Momentan der Zerg arbeitet auf 5 Basen. Hinten die Base läuft inzwischen auch ein bisschen. 58, 63 Worker. Und ja, wir sehen eben hier die Siege-Line von Flash, wie sie aufgebaut ist. Der Zerg versucht jetzt einfach hier die Vultures ein bisschen abzufangen. Das gelingt auch. Das sind mal Trades, die sind besser. Aber da haben wir die Radiant-Keule. Und die Mutas, Gott, die platzen. Ja, drei Radiants, die Mutas, die Mutas. Der versucht zu splitten. Misslingt hier Hero leider. Und er verliert wirklich den Großteil seiner Mutterdisken. Oh, das ist genau das Eklige für den Zerg. Irradiate zerstört einfach. Und Flash pumpt einfach weiter Science Vessels. Baut nochmal weitere Factories. Also er wird von diesem Zeitpunkt nicht schwächer. Im Gegenteil. Kann das Hero in den Griff kriegen? Ja, da ist auch Scourge mit dabei. Der Hive ist durch. Es gibt jetzt nochmal einen Lurker-Aspekt, den er bisher vergessen hatte. Da kommt jetzt auch mal eine Engineering Bay. Evolution Chamber für weitere Upgrades. Hier die Basis, hier die Position wird geräumt. Skantit ist noch mit am Start, hat ein bisschen Splash Damage vom Panzer abbekommen. Auch hier eine Wall von Flash und Flash bunkert einfach wie ein Irrer. Ich meine, er kann sie jetzt noch hier rüber bunkern, dann kann er die Basis auch noch mit dazu holen. Und so effektiv wie er momentan arbeitet, muss er gar nicht so viel meinen wie der Zerg, weil der Zerg viel mehr Ressourcen verloren hat. Da haben wir noch zwei weitere Hatches, die da gebaut werden, das sind aber Makro-Hatches. Mehr Larven sollen daran kommen. Was ist denn das hier? Okay, Ventral 6 hat das Icon gerade nicht geladen. Und da, hier Upgrade-Palette. Attack Upgrades für den Zerg. Link Speed jetzt auch. Also, der Plan wird ein bisschen gedreht von Hero. Die Mutter sind jetzt eher Überbrückung, um noch mal ein bisschen Zeit zu kaufen. Ach, ist diese Wand ein bisschen Turrets. Das sind so gut. Flash hat wirklich sehr viel Geld auch in Missile Turrets investiert. Das muss man schon sagen. Das ist jetzt auch nicht gerade wenig an Ressourcen. Die Mutas versuchen hier nochmal irgendwie frech zu sein. Ah, die Overlords sind inzwischen schneller unterwegs. Und hier nochmal Irradiate mit drauf. Diesmal ist der Split besser. Drei Mutas starben da dran. Noch 5 übrig. Trotzdem Flash. Da haben wir eben. Seine Siegstein schiebt sich ein bisschen weiter nach Westen. Die Basis hier damit gar nicht mal so leicht zu halten für den Zerg. Und 12 weitere Overlords hier für Hero S. Er will definitiv jetzt das Supply frei haben für den Rest des Spiels. 12 Overlords. Okay, ja, aus allen Hatches werden Overlords gefeuert haben. Da kommen nochmal, Gott, da kommen so viele Upgrades auf den Zerg. Also er nutzt das jetzt wirklich, dass Flash recht entspannt spielt, aber Flash heißt halt selber gleich am Maxout. Und da Ling Rambai rein in die Panzer. Und Lurker kommen auch mit dazu und das ist tatsächlich eine offene Wunde gerade in der Defense von Flash. Die Lurker kommen ran, das heißt hier Darkswarm drauf, Lurker dran. Und die vierte Basis hat da, dritte Basis, Entschuldigung, hat da Schwierigkeiten. Da gehen SCVs auch in Massen down. Ja, SCVs ans Gas schicken hilft dann nicht wirklich, um sie zu retten. Ein Lurker läuft da weit, der kann hier oben aber eine richtige Mining Base finden. Der Zerg wird hier irgendwann geräumt, aber nicht bevor noch einiges im Damage reingeht. Das ist ein sehr guter Move gerade für Hero, dass er dringend gebraucht hat. Und das Kommando steht auch sehr viel vor. Ja, okay, der Lurker ist drin. Da halt nochmal fröhlich durch, blockt das Mining Flash. Er hat einige Worker verloren, noch 45 übrig. Irradiate kümmert sich um die ganzen Einheiten, aber trotzdem. Schaden wurde gefunden, Mining wurde blockiert. Auch das Command Center brennt ein bisschen, weil die Mutas hier vorhin kurz dran waren. Und währenddessen holt sich eben Hero mehr Upgrades. Kann wir auch noch mehr Einheiten bauen. Kann nochmal höher tacken. Natürlich ein bisschen problematisch ist dadurch, dass jetzt Hero SCVs vernichtet hat von Flash, kann Flash noch mehr Army Supply bauen. Ob man das haben will, ist eine andere Frage. Und jetzt sehen wir aber Overlord Drops. Wurde aber gescannt. Die Overlords waren auf jeden Fall gesehen. Flash sieht natürlich nicht, was drin ist in den Overlords, aber er sieht, dass Overlords unterwegs sind. So viele, das bedeutet eigentlich auf jeden Fall Drop. Und der Drop, mal sehen, kommt der in die Mainbase? Es sieht nach einem Mainbase-Drop aus, wenn das nicht drüben die Linge, ja, und die Drone. Das funktioniert nicht. Die Watchers fangen das alles ab. Und hier der Drop, ja, da sind die Science-Hustler unterwegs. Mit dem werde jetzt soll man dem ganzen Problem beikommen. Da muss massiv ausgeladen werden. Lurker, Linge, alles ist drin. Da kommen die Massen-Irradiates, um diese Zerg-Army möglichst schnell zu zerstören. Aber die Linge sind drin und die Linge ist Hammered Wiener Glanz und plus 1, ne, noch kein Erz plus 1. Das heißt, jetzt haben sie das abgegeben drauf. Da kommt nochmal ein Darkstorm und die Linge können sich doch Gebäude doch knabbern. Und bis da Reinforcements ankommt, dauert es ein bisschen. Da geht das sein, die Science-Facility down. Der Starport könnt ihr aufhören, bis er liftet auch schon. Also das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Drop gewesen hier für Hero. Ein weiteres Mal ist er da, wo Flash gerade nicht ist und macht da wichtigen Damage. Kriegt nochmal die Armories, wobei die Armories nicht mehr so wichtig. 3-2 ist drauf. 3-3 mangelt.
Aber die ganzen Missile Turrets sind down. Und die Science Facility ist gestorben. Das heißt, die Science Facilities warten gerade auch nichts mehr Neues. Auch der Control Tower ist down. Hier nochmal der Dark Zone. Der hat den einen Link ein bisschen beschützt. Und das kauft eben auch Zeit für den Zerg, der inzwischen die Basis hier fröhlich am Minen hat und den nächsten Drop auch schon plant, und zwar auf der anderen Seite. Flash ist da aber dieses Mal besser in Position, weil die Mine hat das auch gesehen. Ja, die Missile Turrets sind da auch, also der nächste Runby ist hier, aber das sind so viele, Minen. Das sind so viele Minen und Panzer. Das ist so eine Wand. Und hier hat er auch der Versuch, da durchzukommen. Ist nicht jeder Overlord hat was geladen, aber Gott, das wird einfach reingespammt. Es wird vom Zerg und vom Terraner reingespammt. Jetzt weiß ich, warum er so viele Overlords gebaut hat, weil er eh geplant hat, die alle zu verlieren. Oh, das sind noch so viele Länge. Lad die Länge aus. Leider nicht. Die Overlords sind alle leer. Bis auf Zahydras, die da noch reingefrachtet wurden. Damit tatsächlich das ganze Mining in der Base blocken. Ja, Flash schickt seine Einheiten von A nach B, von A nach B. Es müssen nochmal 11 Overlords gebaut werden. Weitere Upgrades kommen für den Zerg. Hydras werden defended. 26 Minuten. Aber trotzdem, Hero rennt wirklich. Er rennt einfach nur gegen eine massive Verteidigung an. Versucht da irgendwie durchzukommen. Wieder mal Ströme der Linge hoch. Die Sanken da drüben, die fettet einen Vulture. Und tatsächlich, die Wall soll geknackt werden. Die Linge und die Lurker sind dran. Der Axon mit drauf. Und tatsächlich, Flash ist gerade nicht ganz in Position. Seine Science Vessels liegen gerade rüber. Wie gesagt, er kann Science Vessel technisch gerade nicht wirklich was bauen. Er hat keine Science Facility mehr. Und die Linge kommen ziemlich weit. Die Lurker kommen ziemlich weit. Kann da vielleicht ein paar Panzer rausnehmen. Aber die Science Vessels sind da. Und die regeln diese Situation früher oder später. Bisschen die Wall aufgebunden. Ist die Frage, wo kommt der nächste Attack? Da kommt der nächste Attack. Hydras wollen da. Oh Gott, die Hydras wollen da runter. Oh, das tut so weh. Und das hier wurden aber nochmal Hydras-Link ausgegangen. Das heißt, Flash, vierte Basis kriegt Probleme. Fünfte Basis kriegt Probleme. SCVs sterben da nochmal. Locker kommt inzwischen sehr, sehr viel besser für den Zerg. 63 zu 45. Hier ist noch ein Link. Hier ist noch ein einzelner Link, der für Chaos sorgt und das Pfeile pufft ist. Hier drüben währenddessen wird das alles geräumt. 46, 63 immer noch. Ja, der Pfeile wird nochmal down. Die Locker wollen da nachlaufen. Oh, da stehen so viele Panzer auf Merkel. Viele Panzer auf Merkel. Und ist dann die Pfeile mit dabei? Da ist kein Defiler mit dabei. Das ist die Zerg-Army, rennt hier gerade in ihr Verderben. Oh Gott, ja, die rennt wirklich in ihr Verderben. Man sieht, wie wenig weit die Einheiten kommen. Die Leute platzen alle, bevor sie an den Panzern ankommen. Alles platzt, bevor es an den Panzern ankommt. Ein Panzer ist gestorben. Ein einziger. Der Zerg hat hier, glaube ich, locker gerade 30, 40 Supply donated. Ja, das sind die Moves, die sich nicht lohnen. Man Drops verladen, versucht Drop zu starten. Flash ist zwar am Supply down, aber er hat halt immer noch mächtig, massiges Army-Supply. Missile Turrets ohne Ende und Minen. Und der macht jetzt eine Zerg-Base kaputt. Und Endlos Mining hat der Zerg jetzt auch nicht unbedingt. Das sind nochmal Drops. Nein, das sind einfach leere Overlords. Da ist ein Lurker drin, diesem Overlord. Das ist natürlich auch ein bisschen Problem in Brood War, dass man einfach irgendwann die Übersicht verliert, in welchem Overlord stecken Einheiten drin. Da zum Beispiel sind Linge drin, da sind Linge drin. Da sind die Pfeile drin, da sind noch die Lurker drin. Und da unten sind übrigens noch Mutas, mir aufgefallen eben. Also wie gesagt, je länger das Spiel geht, umso verwirrender wird das. Im Brood War ist es halt nicht einfach, da die Übersicht zu behalten. Daher Late Game stark ist wirklich was echt respektabel ist im Brood War. Und der Defiler stirbt, bevor er den Spell absetzen kann. Damit die Basis kann weiter belagert werden. Science Vessels schauen jetzt auch vorbei. Flash kann jetzt auch wieder Science Vessels bauen. Er hat neue Science Facility irgendwo hingestellt. Glaube ich. Er braucht ja eine, oder? Ja, da hinten. Aha, da hinten steht sie. Die neue Science Facility. Und der, ja, hier sind auch die Science Vessels am Start. Die Wall wurde neu aufgestellt und auch hier wieder ein fröhliches Reindonaten in den Evaluate. Ich hätte so gerne ein Resources Lost Verhältnis, weil das kann nicht gut aussehen, Firo, der so viele Ressourcen hier verloren hat, so viele Einheiten hier verloren hat. Die Linge wollen jetzt da rein, weil es ist ein Dark Swarm da. Es, ja, Linge können also ein bisschen Einheiten vorpreschen tatsächlich und nochmal einiges an Schaden wissen. Plus 1 Attack, plus, nein, 2 Linge sogar. Also der Damage ist wirklich nicht schlecht. Aber trotzdem, es ist einfach so viel. Oh, das ist aber nett, dass die Science Vessels sich gerade freundlich dem Zerg anbieten. Die Hydras sind nämlich da und die fokussen ein Science Vessel am anderen. Das sind tatsächlich mal wichtige Snipes hier für Hero. Da ist noch ein Lurker nämlich mit drin und jetzt, ja, Evaluate Power hat sich ordentlich abgeschwächt. Es sind 3 neue Science Vessel da, 2 weitere werden gebaut. Flash hat währenddessen die Basis hier gesprengt. Das heißt, ja, Hero muss auch eben aufpassen, wenn nicht das Geld ausgeht. Da geht's nochmal vorwärts mit einem Order. Die Pfeile wieder schön gefokust. Direkt ist er down. Lurker ist nochmal vorne. Ein paar Länge sind vorne. Aber das reicht einfach nicht für den Zerg. Das ist wieder, ja, nicht effizient gegen die Hydra. Ja, die Hydra zeigt genau, was da gerade abgeht. Der Zerg
dreht sich ein bisschen im Kreis und er gewinnt hier nicht wirklich viel. Jetzt mal der Versuch, da vorwärts zu preschen, aber wieder mal die Sorgenheiten. Das ist einfach ein Schlachtfeld. Aber es ist halt irgendwie nur eine Seite hat da sehr viel Spaß dran, die andere verliert einfach nur die ganze Zeit und sehr, sehr viel. Und Hero, er hat jetzt die Basis hier oben, aber die Frage ist, wie lange? Mainbase ist leer, Natural ist fast leer, dritte Basis hält auch nicht mehr lange, vierte Base ist auch nicht mehr lang ertragreich. Also das heißt, es hängt alles an diesen beiden Basen und die Basis weiß nicht, wie lange sie lebt. Da geht nochmal ein teurer Defiler down, Dinge rennen hier rein, aber man gewinnt keinen Zentimeter an Boden. Overlords chillen hier inzwischen alle, weil sie denken, da ist man sicherer, als wenn man hier irgendwie im Zerg-Kan-Gebiet rumhängt. Weil man nie genau weiß, wann da was von daran fragen. Das ist genau das. Panzer vom Lowground kann die Hedge beschießen. Das heißt, die Basis ist absolut nicht machbar für den Zerg. Und da die Linge rennen in Massen in ein Minen- und ja, Kanonenfeld. Ah, es ist wirklich. Halleluja. Ah, es ist ein Grabenkrieg, der nicht schön ist, wirklich. Problem ist, nur eine sitzt im Graben, der andere versucht die ganze Zeit den Graben zu stürmen und das, wie man sieht, es hat kein Stück funktioniert. Also Flares Kosteneffizienz in diesem Game war wirklich abartig. Er hat so viel Zerg zerstört und ihr Hero weiß genau, ihm ging einfach das Geld aus und er hat die Basis nicht mehr, das heißt, seine anderen Bases laufen alle leer. Da kommt einfach nicht genug nach, Flash steht wie eine Wand, wie eine Mauer. Unfassbar. Ich meine, Hero hat sich wirklich Mühe gegeben. Und ich glaube, gegen so manche anderen Terran hätte das wahrscheinlich durchaus so funktioniert. Das ist wirklich ein heftiger Spielstil, auch mit Drops hier, Drops da, Attack hier, Attacks da. Ständig den Fight suchen und aktiv sein als Zerg. Das verlangt einem echt viel ab, aber Flash stand halt einfach wie ein Fels in der Brandung. Hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Und das ist die 13. Wir enden nochmal mit einem Flash-Sieg und einer echt starken Performance, muss man sagen. Das ist ein geiles Game. Hoffe, euch hat das auch gefallen. Und mal sehen, was wir das nächste Mal machen. Ich werde mir schon irgendwas raussuchen. Bis dahin, macht's gut und ciao.